Lieber Franz, vor wenigen Wochen ist eigentlich eine Bombe geplatzt. Nach 12 Jahren der Auseinandersetzung hat es erstmalig ein Urteil gegeben, was dich eigentlich mit Freude erfüllen könnte. Wie geht es dir? Ja, Klaus, für mich war es das Ende einer langjährigen Auseinandersetzung, so wie es eigentlich aussehen musste vom Gang der Dinge her. Ich bin mir bewusst gewesen, von Anfang an bewusst gewesen, dass Professor Lerkel nicht in der Lage sein wird, den Beweis zu führen, dass die Reflexdaten gefälscht sind. Professor Lerkel hätte dies ebenfalls wissen können, weil ihm dies mehrfach gesagt worden ist. Einmal von den Ethikkommissionen an der Medizinischen Universität in Wien, zum anderen von der österreichischen Institution zuständig für Rechtschaffenheit in der Wissenschaft und dann zum dritten von den Herausgebern der Fachzeitschriften, in denen die Reflexdaten publiziert worden waren. Alle hatten ihm gesagt, dass mit statistischen Maßnahmen, Methoden der Beweis nicht erbracht werden kann. Und Professor Lerkel war der Meinung, offensichtlich als einziger, dass ihm das gelungen wurde. Nun vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen hat er erfahren, ob er das kann oder nicht. Er konnte es nicht. Wie ist der Prozess verlaufen, aus deiner Sicht? Der Prozess hat im Grunde genommen eine lange Vorgeschichte. Und an dieser Vorgeschichte ist Lerkel der Einzige, der schuld daran ist. Die Vorgeschichte geht zurück auf einen Prozess, der 2015 vor dem Landgericht Hamburg stattgefunden hat. Bei diesem Prozess war er verurteilt worden, die Behauptung nicht zu wiederholen, dass die Reflexdaten gefälscht sind. Und daran hielt er sich auch. Aber er war der Meinung, was ein gewaltiges Missverständnis war, dass er nur Elisabeth Kratochwil, die er für die Fälschung verantwortlich gemacht hatte, nicht bei Namen nennen darf. Er war der Meinung, dass er sehr wohl sagen dürfte, dass die Reflexdaten gefälscht sind. Nun, das war ein Irrtum. Er hatte dann einen Auftritt vor, mit YouTube, nicht? In dem er seine Fälschungsbehauptung wiederholte, allerdings mit dem Begriff, die Daten seien fabriziert. Und mit diesem Begriff hatte er in der Zwischenzeit eine andere Vorstellung, als die Wissenschaft ihn hatte. Er ging davon aus, das habe mit Fälschung gar nichts zu tun. Fabrizieren sei irgendetwas, Daten zusammenbasteln. Und ein weiteres Vorspiel war eine Aussage in dem österreichischen Informationsjournal UTS. Dort hatte er ebenfalls festgestellt, dass er dabei bleibe, dass die Reflexdaten gefälscht sein würden. Er dürfe schließlich nur nicht sagen, dass wer dafür verantwortlich ist. Und diese Tatsache brachte ihn dann vor das Hanseatische, vor das Landgericht Bremen. Die Betroffene, Elisabeth Kratochwil, fühlte sich nach wie vor betroffen von dieser Anschuldigung im UTS und auch bei YouTube, weil Lerch ja keinen anderen genannt hatte, der für die Fälschung verantwortlich ist. Es blieb nur noch der Begriff.
Und ausgehend von der Tatsache, dass sie die einzige war, die ihr bis jetzt damit in Zusammenhang gebracht hatte, musste sie sich betroffen fühlen. Sie legte also Klage ein beim Landgericht Bremen. Und die Klage wurde vom Landgericht Bremen abgewiesen. Und zwar mit der Begründung, dass Professor Lerkel nicht behauptet habe, die Daten seien gefälscht. Er habe nur behauptet, die Daten seien fabriziert. Und unter Fabrizierung könnte man alles Mögliche verstehen. Vielleicht auch Fälschung, aber auch irgendwie zusammenstellen, zusammenbasteln. Die Zurückweisung der Klage war für Elisabeth Kratochwyl der Grund, Berufung einzulegen. Und so kam es, dass das Verfahren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht fortgesetzt wurde. Ich glaube, es war etwa Ende 2016, Anfang 2017, dass dieses geschah. Es fand dann eine Anhörung statt. Und bei dieser Anhörung erklärte Professor Lerkel einleitend, den Begriff Fälschung habe er aus seinem Wortschatz gestrichen. Für ihn zähle eigentlich nur Fabrikation, seine Meinung, die Daten seien gefälscht. Darauf wurde er vom vorsitzenden Richter zur Rede gestellt, der ihm sagte, das Gericht habe sich seine eigenen Gedanken gemacht zu dieser Aussage. Und diese Gedanken beruhten auch auf seiner Äußerung im österreichischen Journal OTS. Dort habe er sich wie folgt geäußert. Ich möchte das zitieren. Das Urteil spricht lediglich davon, gemeint ist das Urteil des Landgerichts Hamburg, dass der Name einer gewissen Person im Zusammenhang mit den Fälschungsvorwürfen, die ich gegen die Reflex-Studien erhoben habe, nicht genannt werden darf. Der Vorwurf der Fabrikation der Ergebnisse bleibt selbstverständlich aufrecht. Dieser Satz war es, der Professor Lerkel vor dem Oberlandesgericht zu Fall gebracht hat. Der vorsitzende Richter hielt ihm vor, Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie die Fälschungsvorwürfe erhoben haben, dass im Zusammenhang mit Fabrikation, also Ihr Verständnis von Fabrikation ist also Fälschung. Genauso wie das auch, das füge ich jetzt hinzu, in der gesamten Wissenschaft der Fall ist. In der Wissenschaft wird Fabrikation als Fälschung abgehandelt. Und Lerkel wollte das viele Jahre auch so haben, aber vor Gericht plötzlich nicht mehr. Typisch für ihn. So, und als Schlussfolgerung daraus sagte der Vorsitzende, Professor Lerkel, was uns jetzt noch bleibt, ist, wir müssen einen Sachverständigen einschalten, der prüft, ob Sie mit Ihren statistischen Methoden in der Lage sind, zu beweisen, dass die Reflexdaten gefälscht sind. Und so kam es dann auch. Und den Text, mit dem der Sachverständige beauftragt wurde, vom Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen beauftragt wurde, den möchte ich eigentlich auch noch mal zitieren. Sehr gerne. Ich zitiere, ein komplizierter Satz, der jetzt kommt. Es sollte Beweis erhoben werden über Professor Lerkels Behauptung, die beiden an der Medizinischen Universität Wien unter Beteiligung von Elisabeth Kratochwyl durchgeführten Reflexstudien aus den Jahren 2005 und 2008 seien gefälscht, was sich daraus ergebe, dass
die in den Studien gezeigten Daten aus statistischen Gründen bzw. Gründen mathematischer Wahrscheinlichkeit niemals realen Experimenten entstammen könnten, sondern nur den Schluss zu lesen, dass sie erfunden seien. Gut, dieser Satz wurde einem Sachverständigen vorgelegt, der nebenbei von Professor Lägle vorgeschlagen worden war. Elisabeths anwaltliche Vertretung war dagegen, weil dieser Sachverständige ausschließlich Statistiker war, von Biologie offensichtlich nicht sehr viel Verständnis hatte, was aber unter Berücksichtigung des Testes, mit dem die Studien in Wien durchgeführt worden waren, dringend notwendig gewesen sei. Nun, darüber setzte sich das Hanseatische Oberlandesgericht hinweg. Nun, es kam ganz anders, als Professor Lägle und vielleicht auch das Gericht dieses erwartet hatten. Das Sachverständige war ein Mann, der offensichtlich in der Lage war, über den Tellerrand der Statistik hinwegzugucken. Er gab dem Professor Lägle in vielen Punkten recht. Er sagte, ja, die Daten seien auffällig, nicht? Und er könnte sich nicht äußern über die Qualität der Daten. Aber eines könne er sagen, der Beweis, dass die Daten gefälscht seien, könne Professor Lägle mit seiner Methodik nicht aufrechterhalten. Professor Lägle legte Beschwerde ein. Der Sachverständige blieb trotzdem bei seiner Aussage. Nein, mit der Methode, wie Sie sie verwenden, Herr Lägle, können Sie den Beweis nicht führen. Und so kam, wie es kommen musste, auf dieser Grundlage entschied das Hanseatische Oberlandesgericht im Dezember 2020, der Beweis ist nicht erhoben, dass die Daten gefälscht sind, darum müssen wir sie auf Unterlassung verurteilen. Gegenwärtig läuft eine Auseinandersetzung, die sich mit der Rücknahme des YouTube-Artikels, des YouTube-Auftritts befassen und mit der Zurücknahme des OTS-Auftritts. Dies ist von ihm gefordert worden. Er hat dagegen einen sofortigen Widerspruch eingelegt. Es wird ihm aber nicht helfen. Er wird diese Publikation zurücknehmen müssen. Das ist der Stand bis heute. Insgesamt ist damit das Verfahren gegen Professor Lägle im Zusammenhang mit der Reflex-Studie zu einem Ende, zu einem endgültigen Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, obwohl er gesagt hatte, ursprünglich mal angedeutet hatte, auch geäußert hatte dem Gericht gegenüber, dass er Widerspruch einlegen wollte. Er kann keinen Widerspruch einlegen, weil die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Du hast so viele Jahre deines Lebens jetzt in diese Auseinandersetzung gesteckt. Empfindest du ein wenig Befriedigung und was wird möglicherweise passieren? Also, dass ich mich bestätigt fühle, nach diesen Jahren der Auseinandersetzung, das kann ich nicht sagen. Ich habe mich von Anfang an bestätigt gefühlt. Ich wusste, dass die Reflexergebnisse mit den Methoden, wie Lägle sie vorträgt, nicht widerlegt werden können. Ich habe das schon gesagt, nicht, dies wussten auch andere, die Herausgeber der Fachzeitschriften, auch die Ethikkommission in Wien wussten es, nur Lägle wusste es nicht oder wollte es nicht wahrhaben. Ausdruck seines Mangels an Einsicht, man kann auch sagen, an Intelligenz, nicht? Und dass er weitergemacht hat, dieses Ausdruck seiner Skrupellosigkeit, nicht? Seiner,
seines Opportunismus. Es war ja alles zu seinem Vorteil im Rahmen seines Geschäftsmodells mit der Politik und wohl auch mit der Mobilfunkindustrie. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich mich deshalb eben besonders gut fühle, dass ich nun erreicht hätte, was ich wollte. Ich war mir meiner Sache von Anfang an sicher. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Gerichte mir folgen würden, wenn diese Verfahren nun vor Gericht ausgetragen würden. Und dazu hatte ich Gott weiß Grund, vielleicht kommen wir darauf später noch zurück. Professor Lerkel hat sich als Mensch und Wissenschaftler in einer Art und Weise dargestellt, dass ihm einfach abgesprochen werden muss, dass er die nötigen charakterlichen Voraussetzungen besitzt, dass er die nötigen wissenschaftlichen Voraussetzungen besitzt, nicht, um in dieser Frage überhaupt noch ernst genommen zu werden. Nicht? Und die Politik sei gewarnt, es könnte sich nämlich herausstellen, dass sie eines Tages zur Kenntnis nehmen muss, dass sie in der Zusammenarbeit mit Professor Lerkel ein Betrüger aufgesessen sein würde. Ich persönlich wurde nach all diesen Darstellungen, wie Lerkel sie von sich gegeben hat, das sogar als sehr wahrscheinlich erwarten. Nun ist es ja so, dass in der Wissenschaft, in der Historie der Wissenschaft des Mobilfunks auffällig ist, dass immer die Wissenschaftler, die ein Problem finden, anschließend selbst ein Problem bekommen. Das hat man mal unter dem Begriff Wargaming zusammengefasst. Ist es auch das, was nach wie vor herrscht? Und hat es insofern auch Schaden bereitet, dass Forscher die Finger lieber von dem heißen Eisen lassen? Da hast du zweifellos recht, Klaus, nicht? Ich kann das bestätigen, wenn ich die Geschichte der Auseinandersetzung der Reihe nach durchgehe. Auf der anderen Seite meine ich, dass es einfach Leute geben muss, die trotzdem bei der Fahne bleiben und das, was sie als richtig erkannt haben, auch wenn es schwierig wird, weiterhin vertreten. Es kommt letzten Endes nicht auf den Einzelnen an, es kommt auf die Sache an und in die Sache, über die wir hier reden. Da bin ich am wenigsten betroffen. Da ist die Menschheit betroffen, wenn man so will. Wir haben alle keine Ahnung, was letzten Endes herauskommt, wenn die Forschung herausgefunden haben wird, und das wird noch dauern, was diese Strahlung eigentlich bewirkt. Neben dem vielen Leid, über das jetzt bereits berichtet wird, könnte durchaus noch einiges mehr hinzukommen, worüber wir vielleicht auch noch sprechen könnten, wenn es um die Frage geht, wie kommt es eigentlich zu den bisherigen Daten, die vorliegen und als Bestätigung angesehen werden, dass die Hochfrequenzstrahlung, heute kann man sagen, wahrscheinlich Krankheiten auslöst, unter anderem auch Krebs auslöst. Dann spiele ich dir gerne den Ball zu. Wie kommt es dazu? Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eigentlich nur eine Ahnung davor, dass die Hochfrequenzstrahlung, die Mobilfunkstrahlung, Krankheiten auslösen kann. Und zwar können wir das sagen, ausgehend von den Kenntnissen aus der Forschung im Labor, aus den Erkenntnissen, die wir aus der Reflex-Studie gewonnen haben. Diese Ergebnisse zeigen, dass hier offensichtlich die Strahlung mit Effekten auswirkt, die durchaus als Hinweise verstanden werden können,
dass sie beim Menschen Krankheiten auslösen, mehr aber auch nicht. Nun kommen dazu aber Tierexperimente. Das bedeutende letzte Tierexperiment ist die sogenannte NTP-Studie. Diese NTP-Studie hat gezeigt, dass bei Ratten, die ein Leben lang der Strahlung ausgesetzt werden, Hirntumoren und Herztumoren auftreten. Sonderbarerweise sind das eine Art von Tumoren, die auch in der epidemiologischen Forschung bei vielen Nutzern von Handys vermehrt gefunden werden, nämlich sogenannte Glioblastome. Das sind die bösartigsten der Tumoren. Außerdem gibt es eine Studie aus England, die zeigt, dass seit Einführung der Mobilfunkstrahlung zwar nicht die Hirntumorrate insgesamt massiv zugenommen hat, aber die Glioblastomrate hat sich seither verdoppelt. Dies könnte durchaus mit der Vorstellung in Zusammenhang gebracht werden, dass die Hochfrequenzstrahlung neben der Initiationswirkung, die an den Genen ansetzt, auch eine Promotorenwirkung hat, zu der nebenbei auch Professor Lägl einen Beitrag geleistet hat. Er hat sie bestätigt, die Promotorenwirkung. Wenn ich also alles zusammenfasse, Grundlagenforschung, Tierexperimente und Epidemiologie, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass die krebsverursachende Wirkung wahrscheinlich auch die Wirkung, die man unter Elektrosensibilität zusammenfasst, ernst genommen werden müssen. Und zwar nicht möglicherweise, sondern wahrscheinlich zustande kommen. Das sind alles Ergebnisse der bis jetzt durchgeführten Forschung, die viele Male bestätigt worden ist. Trifft auch für die Reflexergebnisse zu, sind viele Male bestätigt worden. Wird nur von Politik und Mobilfunkindustrie eben ignoriert. Warum das so ist, darauf sollten wir noch zu sprechen kommen. Nee. Über allem steht die Frage, wie kommt es aber zu diesen Wirkungen? Wir haben dazu keine Forschung. Und an dieser Art von Forschung scheint man auch nicht interessiert zu sein, weil dies möglicherweise tatsächlich als das Öffnen der Büchse der Pandora verstanden wird. Nicht? Wer sie finanzieren könnte, das wäre Politik und Industrie. Sie tun es aber nicht. Ehrlicherweise muss ich sagen, sie sind auch nicht oder kaum herausgefordert worden. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Gespräch oder an Gespräche mit Ross Eddy, einem Forscher der ersten Stunde, der 2004 verstorben ist, der mich bei der Vorbereitung der Reflex-Studie beraten hat. Der sagte mir, dass mit Biochemie, Biologie allein das Problem nicht gelöst werden könne. Nach seinen Erfahrungen, aufgrund seiner Forschungsergebnisse, müsse der Biophysik die entscheidende Bedeutung zukommen. Die Biophysik befasst sich letzten Endes mit der Entstehung des Lebens. Die Biophysik ist verantwortlich für Untersuchungen, wie die Strahlenwirkung Einfluss nehmen kann auf den Zellstoffwechsel. Und das geschieht nicht über Erwärmung, wie gegenwärtig angenommen wird, die Grenzwerte schützen vor Erwärmung, sondern das geschieht mit aller Wahrscheinlichkeit über elektrische Mechanismen, über Ab-
und Anschalten von Rezeptoren an den Zellmembranen, die dann verantwortlich sind für die Steuerung des Zellstoffwechsels, für die Zellkommunikation. Nicht? Und er hat eine Reihe von Befunden vorgelegt, die für diese Annahme sprechen. Nicht? Aber wie gesagt, dies ist bis heute nicht untersucht worden, obwohl ausgehend davon, dass elektromagnetische Kräfte die Voraussetzungen für die Biologie, für die Biochemie, ja, für die Entstehung des Lebens sind und dass es ohne diese Voraussetzungen das alles nicht gäbe. Die Forschung, die noch betrieben werden müsste, gerade sagen wir mal im Hinblick auf die neuen technischen Errungenschaften, wird, was die Forschungsgelder in Deutschland anbelangt, dem Herrn Lerchel gegeben. Herr Lerchel kriegt das Budget. Wie kann sowas sein? Also mit Lerchel Forschung zu betreiben, ist unverantwortlich, nicht? Ich muss da etwas ausholen. Ich habe in einem Interview einmal festgestellt, dass Professor Lerchel seine Forschung im Rahmen des deutschen Mobilfunkforschungsprogramms so durchgeführt hat, dass er mangels richtiger Planung, mangels richtiger Durchführung und mangels richtiger Auswertung der Ergebnisse von voraus erreichen konnte, was er erreichen wollte, nämlich null Ergebnisse. Ich habe dazu noch einige andere Bemerkungen despektierlicher Art gemacht. Nicht? Und dies hat den Professor Lerchel veranlasst, gegen mich eine einstweilige Verfügung einzureichen, vor dem Landgericht Bremen. Ich bin vom Anwalt des Professor Lerchel angeschrieben worden. Ich möchte meine Anschuldigung, die die Ehre des Professor Lerchel verletzen, zurücknehmen. Ich habe ihm geschrieben, ich begrüßte es, wenn dieses Verfahren stattfände, weil ich dann den Bürgern und Bürgerinnen in Deutschland zeigen könnte, mit was für einem Menschen die Politik zusammenarbeitet, um ihre Vorstellung von der Harmlosigkeit der Mobilfunkstrahlung durchzusetzen. Ein Tag bevor dann die Verhandlung in Bremen stattfand, bekam ich die Mitteilung, Professor Lerchel hätte den Fall zurückgezogen, warum auch immer. Dies, was ich jetzt berichtet habe, ist also für mich nach wie vor die Voraussetzung, die besagt, dass Lerchel eigentlich kein Forschungsnehmer sein dürfte, weil er als jemand entlarvt worden ist, der nicht ernsthaft Forschung macht, sondern Forschung macht im Interesse seines Modells mit der Mobilfunkindustrie und auch mit der Politik beraten, dass die Strahlung harmlos ist, Forschung liefern, dass die Strahlung auch aufgrund von Forschungsergebnissen als harmlos bezeichnet werden kann, nicht? Und Angriffe auf alles, was seiner Vorstellung widerspricht. Also sein Modell kann er eigentlich nach dieser Akzeptanz meines Vorwurfs, dass er Forschung dieser Art betrieben habe, nicht länger aufrechterhalten. Die Politik scheint dies aber zu ignorieren. Nicht? Sie hat ihm kürzlich mit 1,1 Millionen Euro ausgestattet, damit er ungefähr das durchführt, was ich in einem Projekt 2006-2007 Moforat genannt, mit Mitteln der EU-Kommission durchführen wollte, nämlich untersuchen, ob in menschlichen Zellen nicht
am Menschen die Hochfrequenzstrahlung zu Änderungen führt, die als Voraussetzung für gesundheitliche Störungen angesehen werden kann. Dieses Projekt soll der Professor Lerkel jetzt durchführen mit Mitteln der Industrie, der Politik. Ich habe den Betrag genannt. Aber auch hier weiß der Professor Lerkel bereits, dass nichts herauskommen wird. Nämlich dies hat er in einem YouTube-Artikel, lange nachdem die Bewilligung ausgesprochen war, bereits vorgetragen. Und hat es auch begründet mit der Vorstellung, diese Strahlung kann dies einfach nicht. Das sitzt bei Professor Lerkels fest und ist auch wegen des, im Hinblick auf den verlorenen Prozess in Bremen, ihm nicht abzugewöhnen. Er wird dabei bleiben, koste es, was es wolle. Ja, so ist es nun mal. Wir sprechen mit anderen Worten von gekaufter Wissenschaft. Die Wissenschaft, die passt, wird eingekauft. Und die, die nicht passt, wird bekämpft. Ist das das Schema? Ja, dies hat natürlich auch seine Vorgeschichte. Wie die Industrie arbeitet, um sich durchzusetzen, das wissen wir von der Tabakindustrie. Lug und Trug spielt keine Rolle. Ich habe da einen Mann kennengelernt, der nach dem Motto vorging, wrong or right, my company. Bei der Automobilindustrie, Dieselabgase, war es genauso. Die Zigarettenindustrie hat mit der Politik zusammengearbeitet über Jahr und Tag. Die Automobilindustrie hat zusammengearbeitet mit der Politik Jahr und Tag, hat unter dem Schutze der Politik diese Fälschungen sogar betrieben, vorangetrieben. Und die Mobilfunkindustrie macht es nicht anders. Aber sie macht es geschickter. Die Mobilfunkindustrie hat über ihre gute Beziehung zur Politik erreicht, dass in den Beratungs- und Entscheidungsgremien der Politik Wissenschaftler und Wissenschaftler mit der richtigen Meinung untergebracht worden sind. Und diese richtige Meinung dieser Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, zu denen natürlich auch der Professor Lerkel gehörte, ist, dass die Mobilfunkstrahlung harmlos ist. Und diese richtige Meinung wurde eigentlich erstmals in Frage gestellt 2011 bei der IARC, das heißt der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO, die 2011 feststellte, nach einer Verhandlung von einer Woche mit dafür ausgewählten Wissenschaftlern, Lerkel wollte kommen, durfte aber nicht. Die zu dem Ergebnis kam, möglicherweise Krebs, die Mobilfunkstrahlung ist möglicherweise krebserzeugend. Das war die Mittelmeinung von 30 Teilnehmern an dieser Konferenz. Ein Teil dieser Meinung war bereits damals, das ist bewiesen oder wahrscheinlich. Und ein Teil dieser Leute war der Meinung, da ist nichts dran. Und aus dieser Mittelmeinung, die eigentlich wissenschaftlich wertlos ist, wenn man so will, hat man dann sich geeinigt auf möglicherweise krebsverursachend ist die Strahlung. Wenn jetzt unter dem Eindruck der NPT-Studie, dass diese internationale Agentur für Krebsforschung der WHO noch einmal zusammentreten sollte, was ich bezweifle. Ich glaube, es wird versucht, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Nicht? Dann müsste zumindest herauskommen, wahrscheinlich krebserzeugend ist die Hochfrequenzstrahlung. Nicht? Mit diesem wahrscheinlich wäre aber für die Industrie ein Eckpfeiler ihrer Verteidigung weggebrochen. Mit möglicherweise
steht der nach wie vor, was ist schon möglicherweise. Mit wahrscheinlich wäre die Industrie nicht mehr in der Lage, mit ihrer Position von der Harmlosigkeit durchzukommen, was ihr bis jetzt mit Hilfe ihrer Gremien gelungen ist, zu tun. Nicht? Bleibt nur abzuwarten. Also ich bin nicht sehr hoffnungsfroh, dass sich da in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Man kann das Ganze zusammenfassen unter dem Begriff institutionelle Korruption. Und institutionelle Korruption, die manchmal auch kriminelle Methoden verwendet, in der Politik, in der Wirtschaft gang und gäbe ist und die, mit der man einfach leben muss. Zumal auch die Justiz davon nicht frei ist, was ich ebenfalls im Zusammenhang mit der Reflexstudie erlebt habe. Das ist natürlich starker Tobak, wenn du die kriminelle Energie, die dort offensichtlich herrscht, ansprichst. Was lässt dich zu diesen harten Worten finden? Was Professor Lerkel angeht, könnte ich den Begriff kriminell nur reduzieren, wenn ich ihm attestieren, dass seine Eigenschaften, die die Intelligenz betreffen, eben nicht sehr ausgeprägt sind. Wenn ich ihm aber zugestehe, dass er Bescheid weiß, was er tut, dann muss ich schon sagen, das, was er getan hat, überschreitet die Grenze zur institutionellen Korruption bei weitem. Die Frage ist, warum hat Professor Lerkel 4 Jahre, nachdem die Reflex-Studie abgeschlossen war, die Behauptung aufgestellt, die Daten seien gefälscht? Da muss es doch einen Grund geben dafür. Und der Grund ist ganz einfach der, die Reflexergebnisse bedrohten seiner Meinung nach die Mobilfunkindustrie und sie mussten deshalb aus der Welt geschafft werden. Und eine neue Studie, so wie ich sie geplant hatte, ich hatte bei dieser Studie sogar die Mobilfunkindustrie eingeladen, mitzuarbeiten. Aber sie hatte das mit der Begründung abgelehnt, was sie vorhaben, ist das Öffnen der Büchse der Pandora. Ja. Mit dieser Studie wollten wir die Ergebnisse der Reflexstudie, die sich beschränkte auf Auswirkungen in isolierten menschlichen Zellen, übertragen auf die Situation des Menschen. Wir wollten herausfinden, ob beim Menschen ähnliche Wirkungen nachweisbar sind, wie in isolierten menschlichen Zellen. Und dieses wurde offensichtlich von der Industrie als so bedrohlich angesehen, dass sie versuchte, das zu verhindern. Und da trat der Professor Lerkel auf und ihm gelang es mit der Behauptung, die Reflexergebnisse seien gefälscht, die Movorat-Studie zu Fall zu bringen. Die Movorat-Studie, die von den Gutachtern der WHO hervorragend beurteilt worden war, zur Förderung vorgeschlagen worden, wurde aufgrund dieses Vorwurfs die Daten, auf denen die Movorat-Studie aufgebaut worden war, seien gefälscht, nicht mehr gefördert. Ich finde, ein Wissenschaftler, der so etwas macht, der handelt kriminell. Und ich kann das auch noch deutlicher ausführen. 2009 fand
in Wien ein von den PR-Organisationen der österreichischen, der deutschen Mobilfunkindustrie organisiertes Meeting statt. Dieses Meeting, bei diesem Meeting sollten die Reflexergebnisse dort, wo sie entstanden sind, nämlich in Wien, zu Grabe getragen werden. Das Meeting war raffiniert angelegt. Nicht? Der erste Vortragende war Professor Bossi, ein Schweizer Wissenschaftler, der zuständig war für Ethik in der Wissenschaft in den Schweizer, in der Schweizer Organisation für Wissenschaft. Der sollte einen Vortrag halten, das tat er auch, über Fälschungen in der Wissenschaft, was für gravierende Auswirkungen Fälschungen haben können. Und im Anschluss an diesen Vortrag, alles wunderbar leicht durchschaubar, sollte Professor Lägl die Reflex-Studie hinrichten. Hat er auch getan. Zum Schluss des Ganzen fragte ich den Professor Bossi, ob ihm auch Fälle bekannt seien, in dem Wissenschaftler behaupteten, dass Daten gefälscht seien, um sie sozusagen aus der Literatur zurückzubekommen, um bestimmte Institutionen zu schonen. Ja, sagte Professor Bossi, das käme vor und sei von besonderer Perfidie, weil hier nämlich diese Daten nicht nur beschädigt werden könnten, sondern gelegentlich völlig unbrauchbar gemacht würden. Und selbstverständlich müsste einer, der so etwas tue, wie ein Fälscher behandelt werden. Der Professor Lägl saß daneben und hörte sich das an. Das ist also meine Beurteilung. Er hat, wenn ich ihm ausreichend Intelligenz unterstelle, dass er durchschaut, was er eigentlich getan hat, kriminell gehandelt. Fehlte ihm die Intelligenz, was ich nicht gänzlich ausschließen kann, dann müsste ich das wohl zurücknehmen. Gleich ist Dummheit nicht strafbar. Er hat ja dann in einem Buch die Reflexstudie dahingehend bewertet, dass er gesagt hat, wenn diese Ergebnisse korrekt wären, sinngemäß müssten wir dann den Mobilfunk stoppen. Ja, dies muss man auch wieder beurteilen unter dem Gesichtspunkt der Ernsthaftigkeit. Ne? Also die Reflexergebnisse reichten bei weitem nicht aus, um eine Aussage dieser Art, dass die Mobilfunkindustrie in ihrer Existenz gefährdet sei, wie Rechel sie in der Tat aufgestellt hat, zu rechtfertigen. Nicht? Ich gehe davon aus, der Professor Lägl hat diese Äußerung getan, um die Mobilfunkindustrie auf seine Bedeutung im Kampf gegen Reflex aufmerksam zu machen. Er wollte ihr klar machen, was sie ihm eigentlich schuldet, wenn er jetzt dafür sorgt, dass diese Ergebnisse, die Reflexergebnisse aus der Welt geschafft werden, insbesondere aber, dass Mofo-Rat nicht gefördert wird. Nicht? Und so wie ich das sehe, er wurde dafür auch reichlich belohnt. Kurz nachdem das alles zu Ende war, wurde er in die Strahlenschutzkommission berufen. Und in der Strahlenschutzkommission machte er nur das, was die Mobilfunkindustrie von ihm erwartete. Verteidigte die völlig wertlosen Grenzwerte, nicht die immer noch gelten, die er auch bereits im DMF-Forschungsprojekt mit seinen Studien verteidigt hatte. Also er war der Mann der Mobilfunkindustrie und auch erstaunlicherweise der Politik. Und für beide ist es trotz all dieser Pleiten, die er wissenschaftlich erfahren hat, jetzt zuletzt beim Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen, immer noch ist. Nicht? Eine Pleite, die eigentlich hätte nachdenklich stimmen müssen, habe ich bis jetzt noch gar nicht oder nur kurz angesprochen. 2011 fand diese Sitzung statt, nicht bei der
beraten werden sollte, ob die Hochfrequenzstrahlung krebserregend ist, bei der herauskam, möglicherweise ist sie das. Ne? Professor Lerchel, damals bereits Mitglied der Strahlenschutzkommission, ging natürlich zu Recht davon aus, dass er als Mitglied der Strahlenschutzkommission dort eingeladen werden würde. Hat sich also selbst ins Gespräch gebracht, weil die Einladung nicht kam. Und die Einladung wurde abgelehnt. Warum? Weil ihn die Verantwortlichen für diese Sitzung durchschaut hatten, nämlich als jemand, der mit der Mobilfunkindustrie zusammenarbeitet, als jemand, dessen hauptwissenschaftliche Leistungen in erster Linie darauf beruhten, andere zu widerlegen. Sie sagten ihm, also jemand, der eine so festgefügte Meinung habe wie er, der würde für dieses Meeting, bei der eine Entscheidung über eine entscheidende Frage getroffen wird, eigentlich nicht dazu passen. Er wurde also von diesem Meeting ausgeschlossen. Nur die Politik hat daraus keinerlei Konsequenzen gezogen. Eigentlich hätte dies Anlass sein müssen, sich von Professor Lerchel zu trennen. Man hat es aber nicht getan, weil man ihn dringend brauchte. Aber deshalb, weil es in Deutschland mit Sicherheit keinen gibt, der die Interessen der Mobilfunkindustrie und der Politik skrupelloser vertritt, als Professor Lerchel es getan hat. Und keinen vertritt, der es aggressiver tut und der auch noch die dazu passenden Ergebnisse zu liefern bereit ist. Wiederum das Geschäftsmodell, von dem ich besprochen habe. Auf das wollte man von Seiten der Politik und von Seiten der Mobilfunkindustrie, die mit der Politik in Deutschland eng verschmolzen ist, offensichtlich bis heute nicht verzichten. Nehmen wir das Urteil des Oberlandesgerichtes, das ja nach vielen Jahren der Auseinandersetzung einen ganz fatalen Inhalt hat. Denn die Reflexstudie ist ja zum Schutz der Verbraucher da. Und es müsste ja reagiert werden. Sie wurde diskreditiert und jetzt ist es endlich gelungen, zu beweisen, dass es sich nicht um eine Fälschung handelt. Und der Mann, der das inszeniert hat, hat verloren. Und das findet aber in der Öffentlichkeit nicht statt. Sowas gehört doch in die Medien. Warum lese ich das nicht? Über die Reflexergebnisse wurde in der Presse bis jetzt nur berichtet, was negativ ist. Das trifft für den Spiegel zu, das trifft für die Süddeutsche zu, das trifft für die Zeit zu, auch für den Tagesspiegel. Überall wurde mitgeteilt, nachdem Lerchel erstmalig seine Behauptung aufgestellt hatte, dass die Daten gefälscht seien. Die Reflexdaten sind gefälscht. Man braucht nicht besorgt zu sein, dass hier aufgrund der Exposition gegenüber der Hochfrequenzstrahlung Krankheiten auftreten könnten. Die Presse hat also willfährig weitergegeben, was der Professor Lerchel eben angekündigt hat im Zusammenhang mit der Verhinderung der Mofo-Rat-Studie. Und das ging nicht nur durch die Presse in Deutschland, sondern das wurde weltweit verbreitet. Von den Prozessen, die Lerchel verloren hat, kein einziger. Niemand hat darüber berichtet. Keine Zeitung von Rang und Namen. Nicht? Warum ist das nicht geschehen? Das ist ganz einfach damit zu erklären. Die Mobilfunkindustrie bestimmt, was die Presse mitteilt, nicht? Und was die Presse eben nicht berichtet. Alles, was die Interessen der Mobilfunkindustrie angeht,
wird mitgetragen, alles, was gegen die Interessen spricht, wird verschwiegen. Das habe ich im Zusammenhang mit der Reflex-Studie nicht erfahren müssen. Und es geht noch viel weiter. Selbst die Justiz ist in dieses System mit eingebunden. Selbst die Justiz ist in der Lage gewesen, den Professor Lerkel gelegentlich in Schutz zu nehmen, um ihn der Politik als Berater und Forschungsnehmer zu erhalten. Auch das kann ich belegen. Die Gerichte gingen so weit, um den Vorwurf von Fehlurteilen in Kauf zu nehmen. Du hast den hippokratischen Eid geleistet, du bist Mediziner. Und du bist ja auch angetreten, um Menschen zu helfen, aufzuklären, zu heilen. Und du bist angetreten und hast ein großes Problem, mit dem man sich auseinandersetzen sollte als verantwortungsbewusste Politik, aufgedeckt. Das wurde bekämpft. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Dieser gleiche Herr Lerchel macht zum Beispiel in Österreich die Ärztefortbildung im Mobilfunkthema. Dafür wird er auch eingekauft von der Mobilfunklobby. Und die Ärzte glauben ihm, weil es gibt zunehmend Menschen, die leiden. Elektrohypersensibilität ist ein Thema. Und die Ärzte, es ist offensichtlich auch dort nicht angekommen. Das müsste dich als Mediziner besonders traurig stimmen. Wie konnte es zu einer solchen Entwicklung kommen? Man brauchte eine Idee. Und die Idee, die bis heute zählt, wurde von einem deutschen Biophysiker geliefert, Paul Hermann Schwan. In der Zeit des Kalten Krieges war das Militär in den Vereinigten Staaten dringend darauf angewiesen, die Hochfrequenzstrahlung, Radar, weiter zu verwenden, ohne diese Hochfrequenzstrahlung auch in der Intensität, in der das dort benötigt wurde, es möglich machte, das Waffenarsenal zu bedienen. Ohne diese Technik, ohne diese Strahlung hätte man alles verrotten müssen. Und da kam dann der Paul Hermann Schwan, der bereits im Kaiser-Wilhelm-Institut in Frankfurt als Biophysiker gearbeitet hatte, in diesem Bereich elektromagnetische Felder gearbeitet hatte, der als Beutegermane nach dem Krieg in den USA Karriere machte, dazu und verhalf der US Navy aus dem Dilemma. Er erklärte dort kategorisch in Form eines Lehrsatzes, die Hochfrequenzstrahlung ist in der Lage, Wärme zu erzeugen in organischem Gewebe, aber alle anderen Wirkungen widersprechen den Gesetzen der Physik. Frei erfunden. Und dieser Satz, der ist der Grundsatz der Grenzwerte von heute. Auf den Grenzwerten von heute ist die Technologie aufgebaut. Also, die Grundidee ist geliefert worden für die Situation von heute von Paul Hermann Schwan mit seinem Lehrsatz. Voraussetzung, absolute Voraussetzung. Dieser Lehrsatz wird heute verteidigt von den Beratergremien der Mobilfunkindustrie, die aufgrund des Einflusses der Mobilfunkindustrie auf die Politik zustande kam. Nämlich die Beratergremien, wie zum Beispiel die Internationale Kommission zum Schutze von nicht ionisierenden Strahlen,
die Strahlenschutzkommission, wenn man so will, auch das Bundesamt für Strahlenschutz. In diesen Organisationen kommen Wissenschaftler zusammen, die die Meinung haben, die die Politik vorgibt. Das ist also der zweite Punkt. Ich habe die Idee, ich habe das Primat der Forschung durchgesetzt mit den ausgewählten Wissenschaftlern, mit der richtigen Meinung in den Beratergremien, in den Entscheidungsgremien der Politik. Nicht? Und als drittes, ich brauche jemanden, der das alles verbreitet. Und das ist die Presse, das sind die Medien. Mit diesem Wirkungsmodell kann ich im Grunde genommen alles andere unterdrücken. Ich kann unterdrücken, was die Reflexstudie beiträgt zur Forschung, was die Ärzteappelle, die vielfältigen Ärzteappelle an die UNO, an die WHO fordern. Alles ist bedeutungslos im Vergleich zu diesem Ansatz, den ich eben genannt habe, Idee, Durchsetzung der Idee und Verbreitung der Idee. Wunderbar gemacht, großartig, fast genial, aber es führt in die falsche Richtung. Aber wir sind alle Opfer dieser Entwicklung. Ein großer Versuch an der Menschheit, ein so kann man sagen, Feldversuch. Ja. So kann man das sagen. Und jetzt haben wir 5G. Magst du dazu noch dich äußern? Ja, das ist mir im Grunde genommen ganz einfach, dazu was zu sagen. Die Forschung, die zu 5G vorliegt, ist gering. Man kann zu 5G im Augenblick über die biologische Wirkung sehr wenig sagen. Nicht? Man kann nur vermuten. Man kann zu 2G, 3G vieles sagen. Reflex hat sich mit 2G und 3G befasst. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Bei 5G ist es anders. Bei 5G werden sogenannte Millimeterwellen verwendet, also höherfrequente Wellen verwendet. Und diese höherfrequente Wellen dringen nicht mehr in das Gehirn ein. Das könnte in der Tat bedeuten, dass Hirntumoren vielleicht nicht mehr entstehen. Aber diese Mikrowellen haben das Problem, dass ihre Reichweite viel geringer ist, ihre Durchdringfähigkeit viel geringer ist, sodass überall Masten aufgestellt werden müssen, sodass viel mehr Menschen dieser Strahlung ausgesetzt sind. Viel höher als das bis heute der Fall ist, ist die Strahlenexposition weltweit mit 5G. Und diese Strahlung trifft auf die Haut. Nicht? Die Haut ist das größte Organ im menschlichen Organismus. Die Haut schützt den Körper, den Organismus vor allen Einflüssen von außen. Wer bestätigt uns denn, dass diese 5G-Strahlung die Schutzfähigkeit der Haut aufrecht nicht schädigt, sodass diese Schutzfähigkeit wegfällt mit verheerenden Folgen? Wer bestätigt uns denn, dass die höhere Strahlungsdichte, die zusammen mit 5G entsteht, nicht ein Großteil der Augen, die Augen beschädigt, die Augen der Menschen beschädigt, nicht auf die Strahlung tatsächlich massiv einwirken wird. Alles ist nicht untersucht und trotzdem wird die Strahlung eingeführt, Corona-Problematik wurde geradezu genutzt, um im Hintergrund mehr oder weniger stillschweigend 5G aufzubauen. Nee? Also, was das bedeutet, wir wissen es nicht. Ich jedenfalls, wenn ich verantwortlich wäre, würde niemals die Verantwortung übernehmen für die Einführung dieser Technologie bei dem Stand des Wissens von heute.
Es mag sich alles viel weniger gravierend erweisen, als ich das jetzt skizziere. Mir fehlt der Glaube aufgrund dessen, was bei den Vorausgängergenerationen geschehen ist. Aber es kann auch noch viel schlimmer kommen. Es gibt Wissenschaftler, die allen Ernstens die Vorgehensweise mit 5G als gravierender ansehen als den gesamten Klimawechsel überhaupt, die so weit gehen zu sagen, dass das Leben auf der Erde insgesamt auf diese Weise gefährdet würde, durch Einführung dieser Technologie. Ich glaube das nicht, dass so ist. Aber ich möchte sagen, aufgrund des Wissensstandes von heute braucht man sich nicht zu wundern, dass selbst solche Ideen aufkommen und auf keinen Fall von der Hand zu weisen sind. Wir haben auch hier wieder eine Missachtung der Regeln des Grundgesetzes. Ich habe Ihnen vorhin berichtet über das Verhalten des Hanseatischen Oberlandesgerichtes im Zusammenhang mit den Ordnungsmittelanträgen von Elisabeth Gratochwil in Sachen der Publikation von Lerkel, die er zurücknehmen sollte, aber nicht hat. Und die Tatsache, dass ihm das Hanseatische Oberlandesgericht nun sowohl die Zahlung der Ordnungsmittelgelder in Höhe von 14.000 erlassen hat und darüber hinaus auch noch die Rücknahme ihm der Schmähungen von Elisabeth Gratochwil erlassen hat. Er braucht nichts zurückzunehmen. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat sich aber noch etwas ganz anderes zu Schulden kommen lassen. Letzteres in einem Urteil, nicht in einer Entscheidung. Es ist ja ein Unterschied zwischen einer Entscheidung und einem Urteil. Und die Geschichte geht so. Professor Lerkel hat sich 2011 auch an die Süddeutsche Zeitung gewandt. Und zwar im Zusammenhang mit einer Doktorarbeit, die an der Charité in Berlin durchgeführt wurde und die er als gefälscht angesehen hat und die er auch als zur Reflexstudie gehörig betrachtet hat. Beides trifft nebenbei nicht zu. Sie ist nicht nur nicht gefälscht, sie gehört auch nicht zur Reflexstudie. Aber Lerkel hat dies so betrachtet. Und er hat sich an die Süddeutsche Zeitung gewandt und die hat im Gespräch mit ihm einen Artikel formuliert, den man nur als weitere Hinrichtung der Reflexstudie verstehen kann, diesmal über die Süddeutsche Zeitung. Und in diesem Artikel kommt der Satz vor: Die Reflexergebnisse konnten allerdings so, ich betone das so, nirgendwo reproduziert werden. Es wurde alles Mögliche behauptet, alles, was belastend für die Reflexstudie ist, kam auch in diesem Artikel vor. Aber alles war als Meinung dargestellt, sodass es von mir nicht angreifbar war. Angreifbar war von mir nur der Satz, die Reflexergebnisse konnten so allerdings nicht wiederholt werden. Ich habe die Süddeutsche Zeitung verklagt aufgrund dieses Satzes und die Süddeutsche Zeitung wurde vom Landgericht Hamburg auf Unterlassung verurteilt. Das war 2012. 2012 also das Urteil, die Süddeutsche muss den Satz zurücknehmen. Die Süddeutsche ging in die Berufung. 2019 hob das Hanseatische Oberlandesgericht, dasselbe Gericht, über das ich vorhin im Zusammenhang mit Lerkel gesprochen habe, das Urteil des Landgerichts Hamburg auf,
erklärte diesen Satz als zulässig, nicht? Und das kam wie folgt zustande. Die Süddeutsche Zeitung hatte durch ihren Anwalt bei der Anhörung dem Gericht mitteilen lassen, die Süddeutsche Zeitung hat zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, die Reflexstudie als gefälscht zu bezeichnen und zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, Professor Adelkofer als Fälscher zu bezeichnen. Dieser Satz ist meiner Meinung nach aufgrund einer Absprache zwischen Gericht und der Süddeutschen zustande gekommen. Wäre dieser Satz nämlich von der Süddeutschen 6 Jahre früher ausgesprochen worden, hätte es diesen Prozess nie gegeben. Aber 6 Jahre vorher hat die Süddeutsche diesen Satz verweigert. Jetzt vor Gericht kam sie mit diesem Satz. Dieser Satz genügte dem hanseatischen Oberlandesgericht darzustellen, dass das, was ich wollte, nämlich die Süddeutsche auf Rücknahme ihrer Schmähungen in diesem Artikel mir gegenüber zu veranlassen, gar nicht bedarf. Sie hat mich ja nicht geschmäht. Das hat sie ja vor Gericht erklärt. Was will der Professor Adelkofer überhaupt? Hat also aufgrund dieses Entgegenkommens, dieses Scheinentgegenkommens der Süddeutschen Zeitung, meiner Meinung nach eine Absprache zustande gekommen, Entgegenkommens der Süddeutschen Zeitung, das Urteil des Landgerichtes aufgehoben und Elisabeth und mir die Kosten, hohe Kosten insgesamt aufgebürdet. Für das erste Verfahren bei dem Landgericht und für das zweite Verfahren. Ich habe der Süddeutschen viel Geld geben müssen. Nicht? Aber die Süddeutsche oder das Landgericht hat einen entscheidenden Fehler gemacht, sodass das Urteil zu Recht als Fehlurteil bezeichnet werden kann. Das Gericht hat nämlich absichtlich übersehen, dass die Ergebnisse auch so reproduziert wurden, wie das gesieht, was die Süddeutsche abgestritten hat. Die Süddeutsche hat abgestritten, dass die Ergebnisse so, wie in der Reflexstudie je produziert werden konnten. Und sie sind aber genauso, wie in der Reflexstudie reproduziert worden. Das musste also das hanseatische Oberlandesgericht schlichtweg ignorieren, um zu dem Urteil zu kommen. Es musste das Ganze auch ausschließlich auf den Satz reduzieren, nicht? Der da lautet, ich habe ihn schon mehrfach zitiert, die Reflexergebnisse konnten so allerdings nirgendwo reproduzieren. Den Artikel selbst, was rechtlich unmöglich ist, braucht es gar nicht mehr zu beachten. Ne? Ich bin auch da zum Bundesgerichtshof gegangen, weil ich wollte, dass das so nicht stehen bleiben konnte, weil ich davon ausging, dass das hanseatische Oberlandesgericht Hamburg sanktioniert werden muss wegen dieses Versagens, wegen dieses Unrechturteils, das meiner Meinung nach gegen die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland spricht. Was tat der Bundesgerichtshof? Es befasste sich mit einer Forderung, die ich nur nebenbei erwähnt hatte, ging etwa 100 oder 200 Euro, die das Oberlandesgericht zu viel verlangt hat von mir. Mir zu viel aufgebürdet. Den Hauptteil, nämlich das Fehlurteil der Süddeutschen, ließ der Bundesgerichtshof völlig außer Acht. Und warum das Ganze? Meiner Meinung nach ging es darum, dass jede Schmähschrift gegen die Reflexstudie im Interesse der Politik aufrechterhalten werden soll. Ich glaube nicht, dass das hanseatische Oberlandesgericht die Süddeutsche unterstützen wollte,
sondern die Politik dem hanseatischen Oberlandesgericht kam es, wie auch bei den anderen Fällen, die zu ungefähr gleichen Zeit entschieden worden sind, den Ordnungsmitteln, ausschließlich darauf an, die Politik zu unterstützen, nämlich dafür zu sorgen, dass alles, was für Zweifel an der Reflexstudie spricht, die Zweifel erhalten bleiben. Das hat das Hanseatische Oberlandesgericht im Interesse der Politik durchgesetzt. Warum? Das hat ein Richter, ein aktiver Richter, Richter Schleif, in seinem Büchlein Urteil ungerecht, das vor 2-3 Jahren erschienen ist, zusammengefasst. Die deutsche Justiz ist abhängig von der Politik. Nicht? Und dies reichte heute aus, dass es nicht mal mehr in die EU aufgenommen werden dürfte. Nicht? Die Abhängigkeit der deutschen Justiz von der Politik ist viele Male moniert worden. Aber bis jetzt hat niemand darauf reagiert, weil es sich so schön mit der Justiz umgehen lässt. Man kann sie zahm machen, wo man sie zahm machen will. Und ein Mann wie Lerkel, der also mit der Politik, das beschreibt er ja auch dem Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen gegenüber, dass er Dankeschreiben vorzuweisen hat, von allen Bundesgesundheitsministern, von Gabriel angefangen, von Röttgen weiter bis zu Altmaier. Alle danken ihm für seine Tätigkeit, nicht? Und dass von denen aus dann Einfluss genommen wird auf diese armen kleinen Richter, deren Beförderung, Versetzung von ihnen abhängig ist, die auf diese Weise aber zu jeder Zahmheit in der Lage sind, nicht? Davon kann ich ausgehen und davon geht auch der Richter Schleif aus. Und was ich jetzt gesagt habe, das nehme ich seinem Buch. Franz, ich darf dir an dieser Stelle, wo wir zum Ende kommen, ganz herzlich danken für deine Ausdauerfähigkeit. Ich muss noch etwas dazu sagen. Ich habe mich sehr zusammennehmen müssen, dass ich das heute noch mal gemacht habe. Es ist der allerletzte Auftritt in dieser Sache, in der Öffentlichkeit. Ich stelle fest, dass ich eigentlich dazu nicht mehr in der Lage bin. Und wenn ich bedenke, wie ich hier mich verhalten habe, wie ich formuliert habe, muss ich sagen, ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Aber ich hätte es 10 Jahre früher anders, sehr viel besser formuliert, als ich es heute konnte. Das muss ich noch hinzufügen. Aber ich fühlte mich verpflichtet, das noch zu machen. Und jetzt ist Schluss.